die Videos 360, die mache ich dann immer auf ein bisschen mehr Etappen, das heißt kleinere Videos. Das werden so etwa 3-4 Stück sein. Hier ist der Übersichtsplan in der Gegend, dass wir genau wissen, oder ihr, wo wir hier sind. Die verschiedenen Wohnkomplexe, es gibt ungefähr 300 plus das Hotel. Das heißt ungefähr 300 Bungalows hier. Apartments, wie man es auch bezeichnen möchte. Und die sind hier alle mehr oder weniger an diesem Hügel, an diesem Hang angelegt. So, und da kommen die Menschen eben auf ihre Kosten, die sagen, ja, ich will keinen Hotelkomplex in dem Sinne haben. Ich will mich selbst verpflegen. Hier gibt es einen Supermarkt. Hier hat man auch alles, was man für 14 Tage, 3 Wochen Urlaub braucht. Hier ist nochmal der Übersichtsplan. Mit der passenden Beschreibung dazu. Vom Babyclub bis zum Pfeil- und Bogenschießen gibt es hier alles. Ja, und auch für diejenigen, die eben nicht so gut zu Fuß sind, die unteren Apartments, unteren Bungalows hier. Ja, und ihr hört ja Vogelgezwitscher hier. Ja, hier ist alles ein bisschen anders. Hier ticken auch die Uhren ein bisschen anders. Ich hatte hier mal einen wunderschönen Sonnenaufgang aufgenommen. Und das war spektakulär. Die Farben, die findet ihr bestimmt. Das Video Sonnenaufgang Bahia Feliz müsste es zu finden sein. Ja, ältere Videos könnt ihr auch immer wieder finden in die Suchleiste, einfach oben in die Beschreibung reingeben, den Titel, und dann kommt ihr dann auf diese verschiedenen Videos. Ja, und wegen Überfüllung ist hier nicht geschlossen, nein. Und da muss man nachher hin, da auf der rechten Seite. Aber jetzt sind wir erstmal hier an dem kleinen schnuckligen Strand von Bahia Feliz. Ja, wir gibt es hier einen Steinstrand, dann gibt es aber auch ein bisschen Sand da vorne. Kommt auf die Gezeiten drauf an. So, ich hoffe, dass es mit dem Wind gerade noch so geht. Ja, was soll ich sagen? Schön ist es auf jeden Fall. Es ist individuell, es ist was anderes. Es ist jetzt nicht der Tourismus am Leuchtturm, nicht der Tourismus in Meloneras, sondern ein bisschen was anderes. Hier wird gerade repariert. Hier kann man auch gut die Seele baumeln lassen, sage ich euch. Ja, so schaut das hier aus bei dem Windsurf Center. Hier hat man ideale Windbedingungen oder Wetterbedingungen. Die Bar ist heute geschlossen. Das ist auch immer so ein Treffpunkt hier.
alles ein bisschen anders hier.